Oh yeah, Terranigma. Die Pflanzen sind auf den kargen Bogen zurückgekehrt. Yeah. Diese Farbenpracht ist faszinierend. Menschen erfreuen sich daran und Tiere leben davon. Tiere. Da war ja was. Natürlich. Die Tiere können nicht zurück, weil es nicht genügend Gras gibt. Wenn mehr Pflanzen wachsen, kehren auch die Tiere zurück. Ja, die Tiere stehen halt auf Gras, ne? Die Möwe sagte, ich soll hier das Nashorn Lonzo, die Schildkröte namens Kamenski und Leon, den Löwen und König aller Tiere treffen. Das sind so diese Klischeenamen für Tiere. Lemanski war. Lemanski ist jetzt die Schildkröte? Meine Fresse. Ist die. Na, ich sag dazu nichts. So, ein Abwehrelixier und ich fresse eine Knolle. Das will ich doch gar nicht. Ich will das Abwehrelixier haben. Das stärkt mich, das hilft mir dauerhaft. Abwehrelixier getrunken. Abwehr plus 1 steigt dauerhaft. Nothing. So. Komm her, fress noch eine Wunderknolle. Und dann lass uns mal Geld farmen. Weil wir brauchen mal wieder neue Knollen. Und ich sag euch, der Bossgegner hier ist nicht easy going. Dunkle Wolken verdecken die Sonne. Ja, es fängt an zu regnen. Das ist auch wieder so etwas ganz Tolles in diesem Spiel. Dieser Sonne-Regen-Rhythmus, muss man ja schon sagen. So, bricht die hier wieder zusammen? Nein. Hier gibt es aber auch keinen Weg. Ah, und der Baum ist weg. So muss das sein. Aua. Das musste natürlich jetzt nicht sein. Eine Wunderknolle und. Ah, wir haben die Donnerlanze gekriegt. Das ist nice. Wo haben wir sie denn? Da. Natürlich bei Waffen, Mensch. Das ist die Donnerlanze, die Donnerlanze, die Donnerlanze. Ja, ausgerüstet. Jetzt haben wir eine Donnerlanze, die sich von farbtechnischen her kaum von der Granitlanze entweicht. Also sie sehen irgendwie beide gleich aus. So, jetzt komme ich hier auf die andere Seite. Ach, jetzt hab ich. Ah. Ah, du. Stirb einfach. Stirb, Kröte, du Schild. Die will gar nicht sterben. Nicht mich treffen. Ja, Hahn, ich habe verstanden. Oh, jetzt sind wir hier wieder. Okay. Hier ist nichts. Was haben wir hier? Ach, hier kommen wir her. Na gut, das erste Viertel ist geschafft. Ah, hier ist es noch sehr karg. Hier waren hier Pflanzen vorher schon. I don't know, I don't know. Soll mir jetzt auch egal sein. Ich will weiter. Hier geht's nicht weiter. Ja, ich habe verstanden. Schildkrötenpower. Babam, bam. Oha, voll reingelaufen. Ich bin aber auch ein Dusselchen. Ach, nichts gibt Schöneres als Floskeln. Der will die Knolle nicht nehmen, ich wollte gerade schon sagen. Hallo? Ah, das war die letzte Knolle. Scheiße. Wird Zeit. Wird Zeit, dass ich das hier hinter mir bringe. Boom. Wird Zeit, dass ich wieder einen Levelaufstieg habe. Ja, scheiße.
falsche Taste gedrückt. Ja, schön, dass ich diese Schildkröte mal nicht treffe. Ah, die ist einfach so explodiert. Na, auch praktisch. Ne, jetzt muss ich erstmal zurückgehen. So. Oh, das ist mir gerade ein bisschen unpraktisch hier. So, jetzt von hier unten entlang. Boah, weg, 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 weg. Ich will hier nicht sterben. Und zurücklaufen. Juhu, weil es so schön war. Obwohl, hatten wir nicht noch einen Zauber gehabt, womit wir uns heilen können? Mal kurz hier gucken. Ne, ist das ein Windzauber? Dann haben wir hier einen Blitzring, Feuerring. Ne. Ich glaube, davon hatte ich keine mehr. Willkommen beim Magier. Nein, da wollte ich jetzt nicht hin. Ich kann dir helfen. Dann verkauf mir 9 Knollen. Danke. Und eine davon. Danke. Utensilien. Utensilien. Wir bräuchten gern Utensilien. Möchtest du das auswählen? Ja. Dann fress davon welche. Sehr schön. Möchtest du das auswählen? Ja. Friss davon welche. Oh ja. Dann möchtest du das auswählen? Nein. Ausgerüstet. Dankeschön. Ich lasse mich manchmal viel zu oft treffen. Jetzt speichern wir nochmal. Speichern geht vor allem. Besonders in diesem Spiel. So. Ach, eine Viertelstunde haben wir gerade mal gespielt. Geht ja noch, geht ja noch. Da da la la la. Ach, ich laufe da schon wieder rein. Ich bin ja so ein Dämleck. Auf in die Savanne, Savanne, Savanne. Da und da haben wir die nächste Trockenstelle, um die wir uns kümmern müssen. Ah, komm, Schildkröte, gib den Geist auf. Wehre dich nicht gegen meinen Speer. Und seine Macht. Und wir haben ein Level-Up. Ja, geil. Level 12 erreicht. KP steigt um 7. Stärke steigt um 2. Abwehr steigt um 3. Glück steigt um 1. Yeah, Level-Up. Das ist geil. Jetzt haben wir schon mal wieder ein schniekes Level. Na, da müssen wir jetzt nicht hoch. Andere Seite wäre schon irgendwie praktischer. Oder müssen wir da doch hoch? Ja, wir müssen da doch hoch. Na gut, Spiel, hast mich überzeugt. Hast mich überzeugt, Spiel. Wo ging's denn jetzt weiter? Ich glaube, jetzt ging es darum... Hier hin. Ja, hier ist richtig. Nein, hier ist nicht richtig. Ach, Kacke. Ah, hier ist die Pflanze. So... Da war irgendwas drunter. Als Dämon auftauchten, verödete das Land. Doch das Land wird in größerer Pracht erblühen, als das jeder Fall war. An den Altaren der Eingeborenen wurde um Regen gefleht. Ja, das wussten ich auch schon vorher. Dankeschön, Pflanze. Aua, hat mich schon wieder diese blöde Biene getroffen. Ah, ein Gegengift. Und eine Wunderknolle. Oh yeah, haben wir wieder 3 Stück davon. Aber den Weg habe ich trotzdem jetzt noch nicht. Das ist irgendwie gerade blöd. Ach, von hier aus kommen wir doch. Was haben wir hier? Hier haben wir jetzt diese Schlangenviecher. So, haben wir uns darum auch gekümmert. Aber hier sieht es irgendwie nicht nach Weg aus. Ah, ich hasse diese Kackviecher. Meine Fresse. Immer im Weg sind die. Sind immer im Weg.
Weiß ich nicht hier, dass sich auch irgendwo ein Gang öffnet, wenn man die alle getroffen hat. Dann hauen wir dem auch mal kaputt, die zwei hier. Hier öffnet sich nichts. Ah, schon wieder getroffen. Mann! Ich lerne es irgendwann nochmal. So, die alte Welt. Na komm, den wollen wir jetzt nicht unbedingt nochmal töten. Da geht's nicht lang. Mensch, wo war der Weg? Ich laufe hier im Kreis. Oh Mann, erster Altar geöffnet und schon habe ich keine Ahnung mehr, wie es weitergeht anscheinend. Da oben ist diese blöde Pflanze, die mir auf Eier geht. Gut, dann versuchen wir mal einen anderen Weg. Mal schauen, ob es da weitergeht. Ne, Spiel. So schwer kann das ja auch nicht sein. Ob es hier vielleicht noch einen Weg gibt, den ich übersehen habe versehentlich. Mal schauen, hier vielleicht übers Wasser. Ja, hier geht's doch weiter. Mann. Das sieht doch vielversprechend aus. Und da brauchen wir den Granitspeer. Was haben wir hier? Eine Truhe. Da sage ich nicht nein. Hallo, Gegner. We meet you again. Zurück ins Inventar. Auf zum Speer. Ja, natürlich. Ausgerüstet. So. Wieder ins Inventar. Om nom nom. Ja, aber natürlich möchte ich das auswählen. Sehr schön. Ah. Ja, das sieht doch vielversprechend aus. Muss ich ja sagen. Sieht ja diesmal richtig gut aus. Ah, schau, blöde Schildkröte. Immer dieses, ich will in die Luft fliegen. Boah, das hätte böse enden können für mich. Aber jetzt habe ich da hinten eine Schildkröte übersehen. Und zwar die gute alte hier. Und auf einmal mache ich richtig viel Schaden gegen die. Was ist denn jetzt los? Ah, und da war auch schon die erste Seele. Ich muss ein Regenaltar finden. Ich weiß, du Seele, du. So, und da kommt auch schon die nächsten zwei Schildkröten. Extreme Schildkrötenpower. Und Seele Nummer 2. Und eine Heilknolle. Oh yeah. Ah, sehr schön. So, die zwei töte ich jetzt mal nicht. Die lasse ich jetzt mal außen vor. Na, hier geht's nicht weiter. Da müssen wir jetzt hier unten entlang. Hier gibt's zum Beispiel jetzt auch, wenn man später das Wasser befreit hat, dann kann man mit den Bombenstümpfen sich hier einen Weg machen. Was wir jetzt noch nicht können, weil wir noch kein Wasser haben. So, wo geht's denn hier entlang? Nanu, diese Felswand sieht aber besonders aus. Sie wirkt so dünn, als ob sie ein starkes Tier einrennen könne. Ja, und zwar dieser Frosch. Du Scheiß, hat geklappt. Und Seele Nummer 3. Kommen wir jetzt schon durch? Passt das? Yes, es hat gepasst. Sehr schön. Ich glaube, so kommen wir auch zum Altar. Ja, und da bin ich verbrannt. Das kann auch mal passieren. War unabsichtlich. Das war jetzt eigene Doofheit. Ja, zum Altar geht es natürlich hier hoch. Oder? Ja. Hier ist Altar Nummer 2. Zu dem wir jetzt aber noch nicht müssen, da uns noch eine Seele fehlt. Die wir uns dann jetzt gleich holen werden. Und zwar von ihm hier. Und einen Kristall. Sehr schön. Ja, den Regenaltar wissen wir ja schon, wo der ist. Den haben wir jetzt gerade gesehen. Und es passiert wieder. Rio redet diesmal nicht dabei.